US-Vizepräsident Mike Pence befindet sich nach dem Kontakt mit einer infizierten Person entgegen anderslautenden Berichten nicht in häuslicher Isolation. Dies teilte ein Sprecher des Weißen Hauses am späten Sonntagabend mit. Pence plane, am Montag seinen Pflichten regulär nachzugehen. Er sei täglich negativ auf das Virus getestet worden und befolge den Rat der medizinischen Abteilung des Weißen Hauses. Donald Trump hatte zuvor erklärt, Pence Sprecherin sei positiv auf das Virus getestet worden. Der US-Präsident sagte, er selbst habe keinen Kontakt zu ihr gehabt. Einen Tag zuvor wurde bekannt, dass Trumps persönlicher Diener ebenfalls positiv getestet worden ist. Die Regierung habe nicht vor, Pence und Trump voneinander fernzuhalten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag. Sowohl Trump als auch Pence stehen in der Kritik, da sie trotz einer Empfehlung der US-Seuchenbehörde CDC keine Gesichtsmasken zum Schutz vor einer Ansteckung verwenden.